Elbphilharmonisch und dann eben Samstag, 23. April 2022, wo ich mir dann denke, also ein Neujahrskonzert am 23. April, ach, das können Sie sich auch erwechseln, ganz im Ernst. Also nicht, dass ich sonst hingegangen wäre, das muss ich natürlich der Form wegen dazu sagen, aber ein Neujahrskonzert am 23. April, also ganz im Ernst, ich werde dieses Jahr zu Weihnachten in gewohnter Manier wieder Eier verschenken, weil dieses Land zu wenig hat. Und warum soll man zu Ostern Ostereier verschenken, wenn man das Weihnachtsfest irgendwie ungemütlich macht und das Neujahrskonzert am 23. April ist? Ich denke mir, das ist eine gute Chance. Das ist jetzt toll, das sind jetzt echt Glascontainer. Keiner Scheiß, also entweder meine Kritik hat geholfen, aber super gut. Warte, ich mach mal Bier leer. Da seht ihr, so brav sind wir, da haben wir schon recyceln gelernt, damit im Neujahrskonzert neue Flaschen gepresst werden können, damit sie sich noch ein neujahrsmäßig im April besaufen können. Du, ich glaube, dass im großen Festspielhaus bei einer Silvestergeschichte oder einer Neujahrsgeschichte, auch wenn sie am völlig falschen Datum stattfindet, eher Champagner und Ähnliches getrunken wird. Da brauchen wir ja auch Altglas zum neuen. Nein, ich glaube, das ist so elitär. Die Festspiele in Salzburg bekommen, also die Sommerfestspiele, glaube ich, 60 Millionen oder ein bisschen drüber. An Fördergeldern, zugegebenerweise nicht unbedingt vom Steuergeld, das muss man da vorne eben bemerken. Aber wenn du für eine so eine Festspielsaison 60 Millionen kriegst, dann lässt du deine Sektflöten und Champagnerglaseln nicht aus Altglas. Da wird Swarovski für die Flaschen sorgen. Die sind wahrscheinlich da eher, von mir aus nicht jedes Glasl einzeln Mund geblasen, aber die werden wahrscheinlich von irgendeinem netten Champagnerlieferanten als Neuware ausgegeben. Aber das soll ja gar nicht das Thema sein in diesen Krankenzeiten. So ist es, gell? Somit? Wichtig ist, dass Salzburg ein Neujahrskonzert hat. Und das am 23. April 2022. Also wie gesagt, nachdem wir ja dieses Jahr während der wenigen freien Monate, also die nicht gelockt haben, die Fußball-EM 2020 im Jahr 20 gefeiert haben und wir eben das letztjährige Neujahrskonzert verschoben hatten und auch die Osterfestspiele auf Allerheiligen verschoben wurden, geht der Wahnsinn heiter weiter und wir verschieben jetzt eben erneut ein Neujahrskonzert. Das ist die neue Normalität. Ja, so viel zu Absurdistan News 2021-22. Gehabt euch wohl und bleibt daheim. Baba.